Hallo, da sind wir wieder im widerlichen Schlachthaus auf der Coldwind Farm. Eine neue Folge Dead by Daylight. Mal sehen, wer heute auf uns wartet. Hier haben wir schon den ersten Generator. Und wir sind zu zweit. Glaube ich halt. Ja. So, Konzentration. Geschafft. Ah! Das war nicht so gut. Das gibt's doch nicht. Aber jetzt. Manchmal bin ich echt unfähig, was das Reparieren angeht, aber der ist durch. Passt. Ein Vögelchen und noch ein Vögelchen. Oh, wir sind nur zu dritt, sehe ich gerade. Und da hat es jemanden erwischt. Sehe ich auch gerade. Schnell, schnell. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Perfekt. Und weg. So, und gleich wieder an den Generator machen. Oh je, da hat es wieder jemanden erwischt. Wo geht's hin? Da geht's hin. Nein. Gar nicht gut. Das habe ich befürchtet. Verzeihung. Verzeihung. Weg. Weg mit uns, weg mit uns, weg mit uns.
Boahahaha. Nein, 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 das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Wehren, 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 wehren. Hoffentlich ist der nächste Haken nicht allzu nah. Der nächste Generator ist gemacht, aber das schaffe ich nicht. Ich baumel, ich baumel, ich baumel. Mist. Aber er ist wenigstens so fair, dass er eine Chance gibt. Extraction macht sich auf den Weg zu mir, so wie es aussieht. Ja, komm, 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 er ist weg. Das geht sich aus, das geht sich aus. Nur keinen Fluchtversuch riskieren. Das hätten wir geschafft. Danke. Nein! Zu spät bemerkt. Und tschüss. Das geht sich nicht mehr aus. Nein! Und Jürgen. Ich denke mal, das wird eine kurze Runde. Nochmal wird mich Extraction nicht vom Haken holen können. Nein, nicht in den Keller, nicht in den Keller, das muss doch nicht sein. Nein. Er ist noch in meiner Nähe. Sie versucht's. Aber das werde ich, glaube ich, nicht mehr schaffen. Sie ist da. Sehr schön. Ja, das bringt mir jetzt genau gar nichts. Denn jetzt bin ich Geschichte. Autsch. Autsch. Das ging ja schnell. Mal sehen, wie sich Extraction schlägt. Das sieht ja gar nicht so blöd aus. Okay, sie hat ihn gesehen, passt. Gutes Mädchen. Angesichts der Kürze meines Überlebens, glaube ich, können wir ihr noch ein wenig zuschauen, oder ihm. Bin ja schon mal gespannt, welches Level der Killer hatte. Da ist doch der Generator drinnen, Mädel.
Also sie ist mal ein höherer Level. Das sieht man schon an den Perks, die sie hat. Ich glaube, sie sucht die Luke. Sie ist sehr vorsichtig. Hat sie die Luke irgendwo gehört? Scheint sie in Sicherheit zu sein. Oh. Da ist ein Puls. Frage ist, wo kommt er? Wo kommt er? Da vorne ist das rote Licht. Oh, 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 oh. Puh, sei vorsichtig. Ich glaube, er hat sie gesehen. Er muss sie gesehen haben. Oh shit. Das ging sich ja gerade noch aus. Der volle Psychokiller. Ist jetzt so gut versteckt, dass er sie nicht sieht? Könnte sein. Er will aber anscheinend auch nicht weggehen. Er hat Angst, dass er sie verlieren könnte. Heiße Runde. Nein, er hat sie gesehen. Shit. Mist. Und nein! Ist sie? Ja, sie ist entkommen. Cool. Level 17. Spion des Schattens. Die in der Welt gefundenen Krähen können direkt mit dir kommunizieren. Okay. Good game. Passt. Dann werfen wir mal einen Blick auf unsere Upgrades. Die Bandagen können wir uns noch holen. Und dann sind wir Level 6. Mal sehen, was es hier gibt. Verwandt. Schaltet Potenzial der eigenen Aura-Lesefähigkeit frei, während du im Haken hängst. Mit allen anderen Überlebenden ein zufälliger Aura eines Überlebenden angezeigt. 30 Einheiten zurück zur Kiste. Gummihandschuhe. Geheimkiste, die nehmen wir gleich, oder? Taschenlampe, sehr schön.
Erste-Hilfe-Kasten, den holen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ich zock Dead by Daylight, dann Folge 9, glaube ich schon. Bis dahin, viel Spaß, ciao.